Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, Leute. Hüpf. So, wir murmeln hier weiter durch die Gegend. Okay, neue Aufnahmesession, neues Glück. Ich bin froh, dass das hier überhaupt läuft. Und wir wollten uns die Höhlen von Markmoor einmal angucken. Jump. So. Okay, also, lasst mal sehen. Wundert euch nicht, die Karte ist ein wenig hier, die Karte ist ein wenig vorangeschritten und hier war eine Missile-Panzerung. Alles passiert, weil ich nach dem letzten Part irgendwo speichern wollte. Hoffe, ihr verzeiht mir das. Okay. So, also wie gesagt, ich bin froh, dass die Aufnahmesession überhaupt läuft. Denn ich habe so ein paar Probleme mit meinem Aufnahmedevice, aber ohne technische Schwierigkeiten wäre ITC ja nicht das, was wir eigentlich so sind. Und wir kriegen es ja in letzter Zeit eigentlich trotzdem ganz gut hin. Okay, den Sturzgleiter kennen wir schon. Da ist was Neues. Typus Magmatitputzer, subvulkanischer Aaskäfer. Panzer lässt sich mit Missiles durchdringen. Die Panzerung des Magmatitputzers gelangt erst durch die Einwirkung von hochtemperierter Luft zu ihrer bemerkenswerten Härte. Diese Schale hält fest an allen Waffensystemen stand. Was? Hält fast allen Waffensystemen stand. Nur der Einsatz von ballistischen Geschossen zeigt eine Wirkung. Seine Intelligenz ist auf einfache Verhaltensmuster zur Ernährung durch Aas beschränkt. Armes Vieh. So. Denn ich hatte eigentlich vor, so, erstmal euch abzuschießen. Ich hatte eigentlich vor, ein bisschen mit meiner neuen Webcam rumzuspielen und Facecam-Aufnahmen zu machen, weil die neue Software von unserer Haupauge-Aufnahmekiste das ja eigentlich gestattet. Erstmal die Wühlschabe. Unterirdisches Raubinsekt. Die Wühlschabe weist starke Ähnlichkeiten zum nah verwandten Grabkäfer auf, doch im Gegensatz zu ihm verbirgt sie sich die meiste Zeit unter der Erdoberfläche. Schon bei kleinsten Erschütterungen verlässt die Wühlschabe das Erdreich, um anzugreifen. Ihre stark eingeschränkte Intelligenz reicht aus, um aussichtslose Auseinandersetzungen zu vermeiden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Insekt seinen Mangel an Intelligenz durch geistreiche Aggressionen ausgleicht. Soll heißen, warte mal, soll heißen, sie denkt, sie kann gegen mich gewinnen? Deswegen kommt sie hier immer noch raus und schießt? Ohne Scheiß? Interessant. Servus! Die Höhlen von Magmor. Und da ist auch schon unser gleichnamiges neues Lieblingstier. Typus Magmor. In Lava lebende, feuerspuckende Schlange. Magmors bevorzugen extrem heiße Bereiche und sind besonders empfindlich gegenüber niedrig temperierten Waffentechniken. Gänzlich ohne Sehvermögen verlassen sie sich auf Ultraschallreflexionen, mit deren Hilfe sie sich durch die Lavaströme navigieren. Zu diesem Zweck haben sie Rezeptoren ausgebildet. Darüber hinaus verfügen Magmors über einen hochsensiblen Geruchssinn, der ihnen eine präzise Ortung von Beutetieren ermöglicht. Ja, trotzdem Missile Cancel auf die Fresse. So. Ja, also funktioniert wieder alles nicht so, wie wir wollen. Das neueste Update von der Haupauge-Technik ist wirklich nicht so das Gelbe vom Ei, muss ich jetzt mal sagen. Unseren guten Malek, den hat es total gestört. Da hat überhaupt nichts mehr funktioniert. Ich bin froh, dass ich wenigstens davor verschont geblieben bin. Aber nein, meine Webcam, die schöne neue, wird nicht erkannt. Deswegen gibt es noch keine Parts bzw. neue Projekte mit Facecam. Ach, warte mal, kann man nicht. Ja, klar, die kann ich auch scannen. Der Puffer, instabiler mit Gas gefüllter Organismus, platzt beim Berühren, bla bla bla. Ja, tödlichen Meter. Ja, mein Gott, es platzt halt. Ich lese es jetzt nicht vor. Hab's aber durchgeklickt, falls ihr es lesen möchtet. So. Also, der Punkt an der Sache ist. Whoop, hab.
dass sogar meine Soundspur ein wenig verzogen ist. Nicht in diesem Part, auch nicht in anderen Parts, nein. Sie ist nicht verschoben, sondern nur verzogen. Der Definitionsunterschied ist eigentlich nur in der Bearbeitung. Es fuckt mich ab, ihr bekommt davon nichts mit. Also keine Sorge dabei. Typus vulkanischer Klammerbock, stark gepanzerte Kreatur mit kraftvollen Kiefern. Der vulkanische Klammerbock legt sich Vorräte an. Er sammelt kleinere Lebewesen und Nahrung und lagert sie an einem bestimmten Ort, um sie später zu verzehren. Seine harte, dreigeteilte Kieferpartie dient zudem zum Transport von Erdreich und Geröll. Sie ist stark ausgebildet und es ist dementsprechend schwer, seinen Umklammerungen zu entfliehen. Ich bin Troy McClure und Sie kennen mich aus anderen Projekten wie Hyrule Warriors. So, lass uns doch mal sehen. Ja, er mag mich halt nicht in... Ja, fick dich, du blödes Mistvieh. Er transportiert mich ohne Widerwillen hier raus. Okay. Ach, du blödes... Saug die Bombe ein. Saug... Na. Lappenviech. Da, hasse. Klack. So. Da ich mich jetzt also über die neuesten technischen Schwierigkeiten ausgekotzt habe, lassen wir noch einmal unser Visier beschlagen und gehen dann mal weiter hier in den wunderschönen Magmahöhlen forschen. Das habe ich alles schon gescannt. Sehr gut. Denn ich möchte da lang. Hüpf. Denn diese blöden Klammerböcke hier, die... Die will ich ausrotten. Die will ich sehr, sehr stark ausrotten. So. Nein, eigentlich wollte ich nur hier lang. Hüpf. Na, hüpf schon hoch. Okay. Dürfte ich mal... Mein Gott, ist das ein langer Weg nur für diesen einen scheiß Missile-Container. Denn ja, es ist ein Missile-Container. Klick. Dam-di-da. Gibt's hier jetzt noch sonst was Schönes? Fick dich. Da will man einmal zum Ausgang getragen werden und dann prallt man nur von dem blöden Viech ab. So. Also, dürfte ich hier mal hoch? Danke. So, wir sind ja immer wie immer schnell unterwegs, denn mit der wunderbaren neuen Kamerasteuerung ist das ja alles sehr viel einfacher. Okay, also schauen wir doch mal. Was finden wir? Oh, sehr cool. Hi. Dich kenne ich schon. Pew, pew. Pew. So, ich denke mal, hier gucken wir uns mal ein bisschen mehr um. Ah, 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 ah. So, wie ihr merkt, ich bin auch gerade schon richtig schön in Fahrt. Ich habe vorhin ja mit Mr. Snake Zombie eine kleine Aufnahmesession gehabt. Die Sachen werden wir allerdings erst später veröffentlichen. Ich habe es aber auch schon auf Facebook geschrieben, dass ich mich ja jetzt ein wenig, ich weiß nicht, also klar, vielleicht habt ihr es verfolgt, vielleicht auch nicht. Also ja, ich bin heute schon richtig im Gaming-Element drin und komm du blödes Mistvieh. Weiß nicht, also ich brauche halt immer so ein paar, keine Ahnung, ne, zumindest einen Part, um für eine Aufnahme warm zu werden. Ich weiß nicht, kann ja sein, dass ihr das mittlerweile schon ein bisschen mitbekommen habt oder sogar noch besser kennt als ich, weil ihr mich ja ertragen müsst. Abgeschlossen, ungleichmäßiger Nachfluss, Magma bereitet jedoch Probleme, Turm ist von der Erdwärme im Netz zu trennen, ja, unwichtig. Eintauchstützen, warum pumpen die hier Lava durch die Gegend? Gut, ist wahrscheinlich eine schicke Energiequelle, aber... Kristallformationen weisen lediglich geringe Spuren von Phasern auf. Och, das ist aber schade, Jungs.
Sichtungen von Lava-Räubern sind der Sicherheitszentrale umgehend mitzuteilen. Was will einer denn mit einem Kanister von voll mit Lava? Was soll das? So. Da können wir nicht hoch. Das ist ein wenig zu weit für unsere Sprungkraft. Und da hinten will ich ganz einfach noch nicht lang. Okay. Hey. So, normalerweise wäre dieses Minispiel hier ein wenig beschissen. Wir müssen den Dreifach-Bombensprung einsetzen. So. Und ich habe es jetzt einfach mal so gemacht, damit ihr seht, dass diese blöden Blöcke hier nur eine Bombe aushalten. Aber da wir ja jetzt den Morphball-Sprung haben, ist ja überhaupt kein Risiko mehr dabei. Dumpty-dumpt. Energy Tank. Click. So. Sweet. Und der nächste Aufzug. Das war unsere kleine Exkursion in die Höhlen von Markmoor. Und wir gehen zum nördlichen Teil der Eiswüste von Pendrana. Und können nochmal unseren schönen Anzug angucken. Die Eiswüste von Pendrana. Okay, lass mal sehen. Was können wir hier so Tolles machen? Oh, es ist rot. Cool. Eisgebilde blockiert den Zugang. Kräftiger einmaliger Beschuss sollte ausreichen, um den Weg freizuräumen. Kriegen wir mit dem Chargebeam hin. Kriegen wir mit dem ganz nicht vollen Chargebeam hin. Easy. Ich mag's hier. Eiswüste von Pendrana. Jetzt gibt's wieder so wunderschön viel zu scannen. Was? Gitter infolge der Witterung spröde geworden. Starke Anreicherung von Radion. Was zur Scheißhölle ist Radion? Aber ich glaube, ich kann es mit dem... Ne? Ich kann's nicht mit dem Morphball. Womit denn? Peng! Ja, okay. Du bist niedlich. Zapffüßer. Arktischer Gliederfüßer mit Revierverhalten. Die Eisschale des Zapffüßers reflektiert die meisten Beamwaffen. Daher wird der Einsatz von ballistischen Waffen oder hochtemperierten Waffentechniken empfohlen. Ihr Larvenstadium verbringen sie kopfüber in Eishöhlen hängend, bla. Zeit sammeln sie Feuchtigkeit im Körper, Laufe der Zeit zu einer festen Eisschicht wird. Denn so entstehenden Eiskegel behält der Zapffüßer für den Rest seines Lebens. Was für Revierverhalten, Alter, du rennst nur durch die Gegend. Blödes Ding. So, murmeln wir uns mal durch den Schnee. Oberhalb liegende Tür wurde entriegelt. Sweet. Nicht mal eine Cutscene, die uns zeigt, welche die oberliegende Tür ist? Okay. Hüpfen wir mal so ein bisschen durch Wasser. Hi. Speicherstation. Yay. Wir mögen speichern. Ich weiß, das frisst vielleicht ein bisschen Zeit, aber... Ne, und hast du nicht gesehen. Und für den Fall, dass... eventuell das Spiel abstürzt, will ich so viel wie möglich an Fortschritt für euch beibehalten. Denn ja, mir ist das Spiel, also Lutz und mir, ihr kennt ja die Geschichte wahrscheinlich. Entweder habt ihr sie selbst verfolgt, weil ihr echt alte Fans seid, oder ich hab sie schon mal erzählt. Ah, jetzt komm halt hier hingeflogen. Typus, Tarnsegler, kleiner Araber mit optischem Tarnverfahren. Für das bloße Auge nahezu unsichtbar, Tarnsegler verfügt über ein ausgefeiltes optophysikalisches Tarnverfahren. Wer denkt sich eigentlich solche Fachbegriffe aus? Daher lassen sie sich nur mit Hilfe von X-Ray-Technik aufspüren. Unaufhörlich ziehen sie ihre Flugbahnen und erlegen dabei größere Insekten sowie andere kleinere Beutetiere. Tarnsegler ziehen bei der Jagd kreisförmige Schneisen und nutzen dabei Ultraschallsignale zur Orientierung. Ja. Ist cool, ne? So. Piu-piu. Aber egal,
Ihr seid mir, ja, naja, nun mal recht egal. Küpf, dann gucken wir uns noch mal die oberhalb liegende Tür an. Das bist du? Der neue Eintrag, Blitzbomber. Vom Körper dieser Wesen gehen pulsierende Ionenkanälchen aus. Wie die übrigen Bomberarten lassen sich auch diese Wesen nur mit elektrischer Energie bekämpfen. Nähert man sich einem Blitzbomber, so kann diese elektrische Störung des Visors zur Folge haben. Auseinandersetzungen lassen sich vermeiden, indem man den Morphball verwendet und zwischen den rotierenden Energieströmungen hindurchschlüpft. Ja, das hab ich vor. Da, die da. So. Kommst in eine neue Ära Dingens rein und ja, scannst dir natürlich erstmal deinen Arsch ab. Junger Eisgigant, arktischer Räuber, dessen empfindliche Rückenpartie mit Eis gepanzert ist. Junge Eisgiganten bilden eine widerstandsfähige Eisschicht auf ihrem Rücken aus. Sie dient dem Schutz einer äußerst empfindlichen Schicht von Körpergewebe. Aufgrund dieser Schwachstelle sind junge Eisgiganten stets bedacht, ihren Rücken durch schnelle Drehbewegungen aus der Angriffslinie möglicher Feinde zu bringen. Diese kräftigen Räuber geben Stöße extrem kalten Gases gegen ihre Beute ab, bevor sie sich auf sie stürzen. Ah, das ist kacke, dass ich immer erst einen Schuss zum Aufladen abgeben muss. Wow, 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 wow. Ey. Ihr seid kacke. So. Jo. So, hier muss ich, stimmt. Ich muss hier in nächster Zeit ein wenig aufpassen. Hier gibt es einen Scan, den ich nur einmal kriegen kann. Danach sind die Dinger weg. Okay, den habe ich beim letzten Mal durchspielen oder beim letzten Versuch durchzuspielen mit Malek leider verpasst, den Scan. Deswegen wäre ich sehr, sehr freudig, wenn ich den jetzt diesmal kriegen würde. Du bist es nicht. Neuer Eintrag wurde in die Datenbank des Bereichs Typisierung vorgenommen. Arktische Wildschabe. An Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes angepasster Gliederfüßler. Die Zähigkeit der arktischen Wildschabe ist auf ihre perfekte Anpassung an die Kälte des pendranischen Klimas zurückzuführen. Die meiste Zeit ihres Lebens verbringt die Wildschabe damit, sich durch gefrorenes Erdreich zu graben. Dringen andere Lebewesen in ihren Wahrnehmungsbereich ein, so kommt sie an die Oberfläche und, naja, nun mal agiert wie die andere Wildschabe. Hat aber genauso viel HP. Oder? Spring mal hoch. Ja, nur ein Hit. Weißt du, die wühlt sich so ein paar Zentimeter dick durch Erdreich und ich krieg die mit einer Missile nicht platt. Hitboxen des Spiels. So, lass mich mal in Ruhe hier. Schön, wir sind wieder in unserem Hauptareal. Raum hätte ich fast gesagt, aber es ist ja kein Zelda-Tempel. So, euch kenne ich schon. Ja, verpisst euch. Brauche ich nicht. Danke. Eisgiganten kenne ich auch schon. Boah, da wacht er auch noch auf. Komm her, Schnucki. Na, 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 na. Komm her! Bui, bui, bui! Bui, 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 bui! Na, komm schon! Da hat er mich doch gleich glatt eingefroren. So, haben wir jetzt alles, dann hätte ich gerne, oh hallo, Peng,
Dann hätte ich gerne das da gescannt. Das lese ich euch noch kurz vor. Chozo in Schrift entziffert. Nun, da die große Seuche immer tiefer in den Planeten eindringt, wächst die Verzweiflung in unseren Reihen. Klammern wir uns an die Zuversicht, dass es nicht zu spät ist und stützen uns nun auf unsere letzte Hoffnung. Wir haben mit der Errichtung eines Tempels begonnen, die dem Ziel, diese dunkle Kraft einzuschließen, sein Herz bildet das Signum eines mystischen, ein mystisches Schloss, welches sich aus 12 Artefakten zusammensetzt. Es ist erfüllt von der gesamten spirituellen Kraft, die wir Chozo aufbringen können. Und dennoch plagen uns Zweifel. Wird diese Stätte rechtzeitig fertiggestellt sein? Und wird die Aura des Tempels und die des Signums insbesondere sich als stark genug erweisen, um die Giftflut abzuhalten, welche sich nun im Boden zusammenbraut und alles Leben bedroht? So, hoch kann ich hier allerdings trotzdem noch nicht. Warte, klappt das mit dem Bombjump? Ja. Aha. Ja, nur hier ist dann doch Ende. Shit. Ne, auf den kleinen Pin da oben springe ich auch, komm ich auch nicht drauf. Wo soll ich? Achso. Tada. Aber, ja, eine Tür in dem Raum gibt's noch. Die will ich gerne. Achso, ha, ich wollte ja Partende machen. Okay, Leute, dann in diesem Part keine Updates. Nur verdammt viel zu scannen, ein bisschen Feuer, ein bisschen Eis. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, liken, abonnieren, kommentieren, ihr kennt das Spielchen. Bis denn dann.